Chromosom 21. Zeit gibt es mal wieder was von uns zu hören. Chromosom 21 Podcast, die neue Folge heute zum Thema Arbeitswelt und Down-Syndrom und Eltern. Ja, das hat sich so ein bisschen spontan ergeben. Wir haben ja das Ganze jetzt eine Weile ruhen lassen, weil sich einige Dinge ergeben haben und wollten eigentlich ein anderes Thema heute bringen. Und dann hat sich einfach ein bisschen herausgestellt, was gerade das Hauptthema ist in meinem Leben gerade. Und ja, dann haben wir gesagt, machen wir das doch mal zum Thema. Ja, so kam das, oder? Was sagst du? Genau. Der liebe Alex befindet sich gerade, wie nennt man das? Witwer? Ja, nee. Du bist Witwer? Nein, du bist nicht Witwer, nein. Nee, Witwer, wie heißt denn das? Da gibt es so ein Wort. Strohwitwer. Strohwitwer, so. Genau, du bist Strohwitwer. Du frönst gerade dem Strohwitwer-Dasein, genau. Weswegen wir überlegt haben, das vielleicht mal als Grundlage für diese Folge jetzt aufzugreifen und zu besprechen, was es eigentlich bedeutet für oder bedeuten kann für Eltern von einem Kind mit Down-Syndrom oder Down-Syndrom-Kindern. Gibt es da wirklich Veränderungen? Gibt es da irgendwie Einschnitte im Leben, die man hinnehmen muss oder nicht hinnehmen muss? Und was passiert da dann eigentlich in Bezug auf das Arbeitsleben und die Alltags- und Lebensgestaltung? Habe ich das so einigermaßen? Fand ich eine interessante Fragestellung. Auch eine Frage, die ich mir gestellt habe, damals vor ein paar Jahren, in der Schwangerschaft, wo wir die Nachricht bekommen haben, dass unser Kind Down-Syndrom haben wird. Mhm. Da schießen einem ja viele Fragen durch den Kopf, unter anderem aber eben auch, was bedeutet das für mich und für uns und für unsere Arbeit und unseren Alltag und werden wir überhaupt arbeiten gehen können? Ja. Werden wir die Dinge tun, die wir vielleicht wollen oder die wir vorhaben. Mhm. Ja, wird das gehen so? Das ist schon eine große Frage. Und die vielen, könnte ich mir vorstellen, die vielen Menschen, mir damals auch durchaus Angst gemacht hat auch. Das ist auch so ein Klischeebild, ne? Was wahrscheinlich erstmal dann vor dem inneren Auge abläuft. Also ich kann mir gut vorstellen, man hört das auch irgendwie gefühlt häufig, dass die Menschen schon so eine Angst entwickeln davor. Also es ist schon allein die Tatsache, dass dass Zuwachs kommt, dass ein Kind kommt, verändert ja schon das Leben und den Ablauf des Lebens. So, schon da beginnt man ja zu überlegen, wie kann man das Leben umstricken und ändern. Jetzt kommt hinzu, dass das Kind Down-Syndrom haben wird. Und da kommt dann dieses Klischeebild zum Tragen, dass alles noch viel, viel schlimmer, noch viel drastischer werden kann, dass das bedeuten kann, wie du gerade gesagt hast, dass man gar nicht die Zeit haben kann, arbeiten zu gehen, weil das Kind eben einer permanenten Pflege bedarf. Und was man sich so, ne, diese ganzen Gedanken, die einen dann in den Kopf schießen, wenn man eben dieses Klischee abspielt, was wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie wird das transportiert? Wird das transportiert irgendwie? Ja, ich denke, das sind einfach so Gedanken, die man da im Kopf hat, ne? Weil man eben die Praxis und den Alltag noch nicht kennt, dann macht man sich eben die Gedanken. Mhm. Und dann da sucht man sich natürlich vielleicht auch alle möglichen Dinge zusammen, die einem da Angst machen können. Und wenn man so unsicher ist, gewinnt die dann auch eine ganz schöne Macht. So. Mhm. Und jetzt
Jetzt ist es halt so, dass ich ja da eben jetzt Erfahrung gesammelt habe und darüber erzählen kann und da eben ein bisschen kompetent bin, da was zu sagen. Auch ein paar Menschen in meiner Umgebung kennengelernt habe und auch ein bisschen weiß, wie es denen geht. Aber vor allen Dingen wollte ich gerne da vielleicht auch ein bisschen von mir erzählen. Genau, ja. Weil das am nächsten gerade ist. Ja. Und ich steige vielleicht auch einfach da mal ein. Hätte nie gedacht, am Anfang, dass ich das mal tun werde, was ich jetzt gerade mache. Mhm. Mhm. Also ich bin jetzt für einige Monate mit meinen beiden Jungs alleine, weil meine Frau beruflich unterwegs ist. Die muss einfach für ihren Beruf ein paar Monate vor Ort sein, woanders. Mhm. Und das heißt, ich bin hier alleine und wie natürlich viele tausende Menschen auch Kinder alleine erziehen, mache ich das eben eine Zeit lang jetzt auch. Ja, und mit den, wie eben so ein Alltag ist. Also, aber das genau wie dieser Alltag ist, ist vielleicht auch eine Frage, was man sich dann eben fragt und sich vorstellt. Ja. Und was einem auch Angst machen kann. Vielleicht kurz am Anfang, ich bin ja selbstständig als Architekt tätig und verdiene damit mein Geld. Und und entsprechend zeitintensiv und fordernd ist das natürlich, wenn man mit so einer Selbstständigkeit sein Geld verdienen will und je nachdem, wie es eben gerade läuft. Genauso fordernd ist eben auch so ein Alltag mit den Kindern, ne? Weil die gehen früh in den Kindergarten, ne? Wie das so ist, früh morgens, die müssen natürlich was essen, anziehen und so weiter, die ganzen normalen Dinge, die da zu tun sind, da kommt es durchaus mal vor, dass man dann sozusagen, bevor man zum Arbeiten kommt, schon 3 Stunden hinter sich hat. Na gut, das ist ja so der klassische Fall, ne? Familie mit Kindern und man muss halt gucken, dass das alles irgendwie läuft und alles irgendwie auf einen Nenner gebracht werden kann. Also Beruf, Kinder, Familie, all das. Genau. Und wie ist es denn aber jetzt im konkreten Falle, wenn man ein Kind hat, das Down-Syndrom hat, macht das einen Unterschied? Ist wahrscheinlich zu pauschal gefragt, ne? Ja, da müsste ich erstmal überlegen. Ich würde sogar sagen, dass es gar keinen so großen Unterschied macht. Also jetzt gerade, wenn ich mal so einen Tag durchgehe, dass da, nochmal dazu, mein kleiner Sohn ist jetzt 3 Jahre alt und ein dreijähriges Kind braucht natürlich entsprechende Aufmerksamkeit. Klar. Ja, und da ist man schon beschäftigt, einfach früh am Morgen die Kinder fertig zu machen und zum Kindergarten zu bringen. Und aber da sehe ich jetzt keinen großen Unterschied, sage ich mal, zu meinem großen Sohn, der jetzt 6 Jahre alt ist. Und im Gegenteil. Also früh morgens würde ich da jetzt keinen Unterschied sehen. Am Nachmittag, so wenn ich sie wieder abhole. Also da ist nachmittags sind manchmal Therapien. Was für Therapien? Das ist einmal eine Logopädie und einmal Ergotherapie zurzeit. Ja. Und die finden eben nachmittags statt, beziehungsweise manchmal auch vor dem Kindergarten morgens. Das heißt, da haben wir jetzt im Speziellen 2 Termine einfach für den Kleinen. Und ich meine, der Große hat auch einen Termin, ne? Wenn der in Sport geht irgendwo, dann hat man da auch einen Termin. Aber selbst das, also Logopädie oder Ergotherapie,
ist ja gang und gäbe, dass man das auch bei Kindern, die kein Down-Syndrom hat, solche Termine oder solche Notwendigkeiten. Ich habe deswegen vermutet, dass es vielleicht zu pauschal gefragt ist, weil das wahrscheinlich auch abhängig ist von der Ausprägung des Down-Syndroms, oder? Ja, es kann, genau, das kann natürlich sein, kommt natürlich auf jedes Kind vielleicht an, je nachdem. Wie bei jedem Menschen, ja. Wie bei jedem Menschen, ja. Es ist, man könnte fast sagen, ja, generell so, dass Kinder mit Down-Syndrom sich ein bisschen langsamer entwickeln als eben Kinder, die kein Down-Syndrom haben. Mhm. Und dementsprechend ein bisschen später laufen und ja auch später sprechen lernen und dadurch sozusagen ein bisschen, ja, ein bisschen länger Fürsorge brauchen, sage ich mal. Mhm. Mhm. Also das ist ja schon so. Mhm. Wobei jetzt im Speziellen mein Sohn zwar noch nicht sprechen kann, aber sozusagen anfängt damit und sich mit Gebärden sozusagen mitteilen kann. Also man kann da schon kommunizieren mit ihm und er versteht viel. Und das hilft natürlich viel. Also wenn man jetzt da überhaupt nicht kommunizieren könnte, da hätte man noch an ganz anderen Dingen zu tun, sage ich mal. Ja. Und ja, genau, da könnte es sein, dass da ein bisschen man da einfach anders mit zu tun hat. So. Und es kann natürlich sein, wenn die Kinder krank werden, ne? Also wenn dann eine Erkältung kommt oder was weiß ich, was da passieren kann, dann ist man natürlich als Eltern gefordert. Also wenn ich jetzt vorstelle, oder vielleicht ein interessantes Beispiel, am Wochenende ging es mir an dem einen Tag nicht so gut. Ich Kopfschmerzen und da war mir dann schnell alles zu viel so. Und das ist natürlich so eine Sache, wenn man dann alleine ist. Zum Glück war an dem Tag meine Großmutter zu Besuch und die hat mir da viel geholfen. Die ist da fit dabei und das war gut. Ja, also ja, ja. Da denke ich mir auch nur immer, wenn wirklich jemand alleine ist mit seinen Kindern und da eben gerade niemand da ist, dann ist das schon eine große Sache, das hinzukriegen. Mhm. Und, aber jetzt, da würde ich jetzt keinen großen Unterschied machen, ob da jetzt Down-Syndrom da ist oder nicht. Mhm. Darf ich kurz fragen, das heißt, als die Schwangerschaft bei euch mit dem zweiten Kind war, habt ihr euch also eure Vorstellungen und Gedanken gemacht, was das jetzt für Auswirkungen und Einflüsse auf den bisherigen Alltag haben wird und habt euch damit ja auseinandergesetzt? So, wo habt ihr Informationen hergeholt, um euch da vielleicht etwas besser zu informieren? Habt ihr, seid ihr an irgendwelche Initiativen oder an irgendwelche, wie heißt es, Selbsthilfegruppen oder so herangetreten, um euch da zu informieren? Oder wie lief das, wie ging das ab? Wie ging das denn vonstatten? Ne, weil also man möchte sich ja irgendwie ein Bild machen, ist das so, wie ich das jetzt annehme oder ist das nicht so und wo greift man dann darauf zu? Naja, das ist erstmal der zweite Schritt. Am Anfang ist man, oder so kann ich es aus meiner Erfahrung sagen, waren wir einfach da schon überrascht und geschockt auch von der Nachricht. Ja, das haben wir ja schon in der letzten Folge auch schon erörtert, dass das natürlich erstmal eine Botschaft ist, die einen erschrickt. Ne? Wo man nicht genau weiß, was das ist. Genau. Wir haben dann einfach natürlich die Ärzte gefragt. Da habe ich aber Erinnerung, das war nicht so hilfreich, oder? Naja, so bedingt. Also die waren sehr ausgewählt, die Informationen, sage ich mal. Und auch nicht so positiv und auch zum Teil nicht ganz richtig. Und dann haben wir auch, da haben wir einfach gefragt, ob wir noch mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen können, die ja zu anderen Eltern diese Erfahrung haben. Ja, ja. Und das haben wir dann, da haben wir auch dann über ein paar Ecken Kontakte bekommen. Und da gibt es verschiedene Stellen,
einer Diakonie, auch Sozialberatungsstellen gibt es oder Familienkonfliktberatung. Da hatten wir auch mal die Pino hier mit im Interview. Genau. So Stellen gibt es viele, die verschiedene Trägerinnen, die das machen. Und ja, da. Und das war hilfreich? Sagen, das war sehr hilfreich. Ja. Wir haben vor allen Dingen eben mit anderen Eltern zu sprechen, weil die natürlich wieder erzählen, im Prinzip, was wir machen hier, weil die einfach erzählen konnten, wie es denen geht. Austausch. Was auf einen zukommt vielleicht. Und ja, ja. Gut, soweit man das vorher sagen kann. Aber ja. Hat das insofern geholfen, dass ihr dann etwas beruhigter der Geburt entgegengeblickt habt und dem, was dann folgt, nämlich dem klassischen Familienalltag? Auf jeden Fall. Das hat uns sehr beruhigt. Okay. Wir haben eine Familie kennengelernt, da waren auch beide Eltern berufstätig und die hatten auch noch einen größeren Sohn. Mhm. Also da war das kleine Kind hat Down-Syndrom und der größere gibt es eben noch einen größeren Sohn. Und ja, so wie bei euch, ne? Wie bei uns, genau. Oder wahrscheinlich etwas größerer Altersabstand. Ja, ähnlich. Mhm. Okay. Ähnlich. Und das hat uns schon da beruhigt und die waren da beide im Beruf auch engagiert und zwar möglich. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer. Es gibt ja auch immer Eltern, die sagen, nein, einer soll zu Hause bleiben bei uns. Ja. Und die gibt es natürlich auch, egal ob die Kinder jetzt eine Behinderung haben oder Down-Syndrom oder was weiß ich. Ja. Das gibt es natürlich auch. Und aber uns war wichtig, auch beruflich tätig zu sein. Und sonst könnte auch meine Frau, also die Vorstellung, dass meine Frau jetzt die 4 Monate weg ist und dort ihre Promotion, ihre Doktorarbeit macht. Das war uns auch nicht so klar, dass das so gehen kann und wird. Und ist eigentlich eine Sache, die wir beide dann toll finden, dass das eben geht mit 2 Kindern. Mhm. Und ja, ob das eine Kind jetzt noch Down-Syndrom hat oder nicht, ist da jetzt relativ unwichtig. Mhm. Es ist natürlich so, dass man seinen Kindern ja auch Förderung zukommen lassen möchte und dass man natürlich für die da sein möchte und dass man denen vielleicht auch helfen möchte, dass sie besser sprechen lernen können oder dass sie dies und das noch können oder dass sie einen Sport machen können oder und so weiter. Ne? So, das Thema hat man ja immer als Eltern. Melde ich jetzt mein Kind noch irgendwo im Sportunterricht oder hier für ein Instrument an oder dies und das. Ja. Und das ist da natürlich ähnlich. Also gut, mein Sohn ist ja jetzt noch mit 3 Jahren ziemlich klein, aber versuchen wir trotzdem mit den Therapien natürlich für ihn da zu sein oder auch zu Hause. Muss man vielleicht auch so zu unterstützen. Die Therapien selber, wenn die einmal in der Woche sind, die helfen da ihm auch bedingt so, sage ich mal. Ein bisschen schon, würde ich sagen, aber vor allen Dingen geben die uns natürlich auch Ideen, wie wir mit ihm umgehen können und was ihm dann vielleicht auch eine Hilfestellung ist. Und das ist natürlich eine große Motivation für uns und das ist schön zu sehen. Und eine Anregung, was man zu Hause machen kann, dafür braucht man natürlich auch Zeit. Ja. Und das ist natürlich dann schon... Klar, im Moment so, wenn ich da alleine bin mit den beiden, ist das relativ schwierig dann zeitlich, weil ich auch eben meinen Beruf habe. Ja, klar. Und da muss man schon sehen, wann das passiert. Aber ich habe auch tatsächlich, und da bin ich sehr dankbar für, meine Familie, Schwiegermutter, Mutter, Oma und so weiter, die da ab und zu auch vorbeikommen und mir helfen. Ja, ich meine, Großteil der Zeit bin ich schon alleine, aber wenn ab und zu mal jemand da ist, dann ist das, ich sag mal, der große Unterschied, wenn man zu zweit oder einzeln ist, ist ja, ne, dass man die Aufmerksamkeit einfach mal wieder wegnehmen kann von den Kindern. Ne? Dass man sagen kann, es ist mir gerade alles zu viel und ich brauche mal kurz eine Zeit für mich oder ich muss mal einmal um den Block gehen. Wie ich es vorhin, als wir zusammengesessen haben, gesagt habe, so diesen Seelenfrieden sich so herstellen. Genau. Ne, auf sich selbst auch mal fokussieren. Was natürlich, egal
ob jetzt ein Kind mit Down-Syndrom oder ohne Down-Syndrom, für Alleinerziehende sowieso immer ein schwieriges Ding ist. Ne? Ja, genau. So. Aber mich würde eins interessieren, ihr habt ja ganz gute Vergleichsmöglichkeiten. Jetzt mal weg von dieser Strohwitwer-Situation, da können wir ja doch nochmal ganz kurz darauf eingehen. Mhm. Aber ihr habt ja gute Vergleichsmöglichkeiten. Euer Sohn, der Erstgeborene, wie man so schön sagt, ist jetzt 6 Jahre alt, ne? Mhm. Richtig? Ja, ja, genau. Und bis zum 3. Lebensjahr habt ihr also sozusagen jetzt einen Vergleich, weil dann kam das zweite Kind, das Kind, das Down-Syndrom hat, hinzu. Und wie kann man so ein bisschen Vergleiche ziehen? Du sagtest ja, von der Entwicklung her gibt es, das haben wir ja auch schon in den letzten Folgen des Öfteren besprochen, gibt es natürlich Unterschiede. Ne? Das heißt, das Kind mit Down-Syndrom ist von der Entwicklung her, und das hat natürlich auch was mit dem Individuum an sich zu tun. Klar, jeder entwickelt sich anders, aber die Entwicklung geht langsamer vonstatten und so weiter und so fort. Aber Vergleich, Alltag. Mhm. Kann man da so ein bisschen sagen, wo mehr, wo weniger, oder hält sich das die Waage vom, ich sage, vom Betreuungsaufwand her, von dem Ablauf insgesamt? Was wahrscheinlich sogar schwer ist, weil wenn du ein zweites Kind bekommst, ändert sich die Situation sowieso und du bist schon etwas geschulter vermutlich. Ja, ja, und gehst natürlich mit dem zweiten Kind auch wieder ganz anders ran an die Sache. Ne? Genau, das ist schon von daher ein bisschen schwierig zu vergleichen, aber insgesamt ist es so, dadurch, dass es jetzt zwei sind, dass sie natürlich auch viel miteinander spielen, das ist vielleicht auch noch interessant, die lieben sich total und die spielen wahnsinnig gerne miteinander und auch wenn sie da 3 Jahre auseinander sind. Gibt es Klammereien und Prügeleien? Ja, da gibt es auch Geschrei und Prügeleien, aber vorrangig aus Zuneigung, sage ich mal. Ja, genau, ja. Ja, mein Großer hat letztens mir dazu gesagt, Papa, guck nicht so, wir kuscheln und kampeln dabei. Genau, wie aber, das Männer, aber wir kuscheln. Wie das Männer so machen. Ja, genau. Genau. Okay. Dann habe ich gedacht, okay, hast recht, ich gehe wieder raus. Und das war auch okay, ja. Also das hat auch kein. Das habe ich hinterher nicht bereut, dass ich da rausgegangen bin. Ja. Insgesamt ist es natürlich so, mit zwei Kindern hat man da ein bisschen anderen Alltag, weil man seine Aufmerksamkeit teilt und so. Ja, auf der anderen Seite spielen sie zusammen und ich könnte mir auch fast vorstellen, dass mein großer Sohn in dem Alter fast, naja, teilweise auch ein bisschen anstrengender sogar war oder fordernder. Hm. Ja, weil der Kleine ist irgendwie so gut, so hat meistens gute Laune, sage ich mal. Und das ist beim Großen schon sehr, geht es auch mal hoch und runter. Auf der anderen Seite, dadurch, dass der Große sich natürlich schon besser mitteilen konnte, gab es da weniger Frustrationen jetzt beim Armbruttisch zum Beispiel. Ne? Naja, also ich habe da andere Erfahrungen gemacht. Ich habe ja den Kleinen beim Fußballspielen erlebt. Und als ich mit ihm Fußball spielen wollte, wollte das nicht. Da hat er mich ignoriert. Und zwar sowas von. Ja, ja, klar. Nee, das war's. Nee. Klar. Okay, also. Seine Meinung hat er auf jeden Fall auch. Ja, das kann ich bestätigen. Ja. Nee, okay, also Emotionalität ist wahrscheinlich beim Großen stärker ausgeprägt gewesen, so, ja, also die Impulsivität, kann man das so sagen? Nee, kann man nicht sagen, also okay. die ist eigentlich bei beiden sehr stark. Es ist natürlich immer abhängig von den Eltern. Ja, genau, das ist halt so. Ja, die Theorie habe ich meiner Frau auch aufgestellt. nee, die sind beide sehr emotional und das ist ein emotionales Hoch und Runter. Okay. Da und da sehe ich jetzt keinen großen Unterschied. Hat es für euch wirklich diesen Einschnitt gegeben? Und zwar, ich meine jetzt nicht den Einschnitt, ein zweites Kind kommt mit hinzu, weil den gibt es, wenn man ein zweites Kind bekommt, so oder so, sondern in Bezug auf das Thema Down-Syndrom. Gab es für euch diesen zunächst angenommenen Einschnitt in den Alltag und in den Berufsalltag?
Kann man das miteinander in Verbindung bringen? Also Einschnitt im Sinne von, dass ich da... Dass es Einschränkungen gegeben hat, dass man Dinge nicht realisieren kann oder konnte aufgrund der Down-Syndrom-Thematik. So, weil das ist ja immer die Hauptfrage so. Ja. Man hat immer so dieses Bild vor Augen, Down-Syndrom, pflegebedürftig, was weiß ich, können alleine nichts machen, so, ne? Nee, also eine Einschränkung gab es nicht. Das ist, kann man so festhalten. Es gab mal zeitweise Einschränkungen, weil der Kleine mal eine Zeit lang im Krankenhaus war, mal 2 Wochen oder kurz nach der Geburt. Das hat er ein bisschen länger gebraucht, um sozusagen so mit der neuen Umgebung klarzukommen. Und das war schon, da waren wir schon natürlich am, da hatten wir zu tun und da waren wir voll da drin und da war natürlich was anderes schon. Okay, gut, aber nach der Geburt, das kann dir ja auch mit dem Kind ohne Down-Syndrom passieren, dass da vielleicht noch irgendwas ist, was die irgendwie noch Regeln klar machen müssen. Ne? Ja, also was auch immer, Gelbsucht, keine Ahnung. So die üblichen Sachen, die da sind. Genau, so würde ich auch sagen. Also von daher. Okay, und dann gibt's da keinen Krankenhaus, Schritt. Krankenhaus raus. Gab es da irgendwas, wo du sagen könntest, jetzt so aus der Kalten heraus, es hat sich bestätigt oder es hat sich nicht bestätigt, dass es wirklich eine Veränderung darstellt oder dass ich mich beruflich nicht wirklich realisieren kann? Oder nee, das nicht. Also das Einzige, was es vielleicht gibt, sind die Therapien, die man doch irgendwann einfach hat. 1 oder 2 in der Woche, eine Stunde gehen die dann noch 3/4 Stunde und da muss man einfach hin. Das ist einfach ein Termin, den man hat. Mhm. Das kann man allerdings je nach Kindergarten oder Kinderkrippe kann man das manchmal auch dort realisieren. Dann kommen die Therapeuten sozusagen dorthin und machen das dort, dann hat man den Termin nicht. Aber auf der anderen Seite weiß man auch nicht, was dann da passiert ist und nimmt es auch nicht mit nach Hause. Mhm. Das ist ja auch wie eine Art, wie ein bisschen wie Bildung für die Eltern, um wieder dem Kind zu Hause was Gutes tun zu können. Ja. Also das hat man, das wäre das Einzige, was mir da jetzt einfallen würde. Und beruflich, also mit den 2 Kindern ist natürlich so, wenn die abgeholt werden vom Kindergarten, dann werden die abgeholt und dann ist nichts mit, ich mache jetzt noch schnell den Termin oder das. Ja, ist dann einfach Priorität, das ist so. Das Schicksal aller Eltern sozusagen. Genau, ja. Und das ist natürlich jetzt, das gibt es halt. Aber die Vorstellung, die wir am Anfang hatten, die haben so gut, kaum was damit zu tun, wie es wirklich ist gerade. Ja. Also die Angst, dass man seinen Beruf wechselt oder dass man gar keinen mehr hat, ne? Die Ankündigung der humangenetischen Beruf am Anfang, ihren Beruf können seinen Nagel hängen. Genau, ich erinnere mich, ja. Ist wirklich, ist nicht eingetreten. Ist überhaupt nicht zutreffend bei uns. Ja. Und es kann natürlich sein, wenn Kinder jetzt eine chronische Krankheit kriegen, ne? Das ist jetzt auch unabhängig vom Down-Syndrom, dann ist man es gibt ja nur die schlimmen Leukämie oder verschiedene schlimme Krankheiten, die passieren können. Da ist man natürlich als Eltern natürlich eingebunden. Und dann macht man sich Sorgen und dann macht man alles, damit es dem Kind wieder besser gehen kann und ist dabei. Und auch monatelang und vielleicht auch jahrelang. Da gibt's, es ist natürlich in der Zeit nichts mit, oder es ist schwer mit Arbeiten. Und das will man dann, da hat man vielleicht auch gar keine Kapazität. Ja. Dann auch psychisch nicht und das ist klar. Ja. Und gut, also kann man zusammenfassend sagen, jetzt in eurem konkreten Falle, das klassische Familienleben eigentlich, ne? Ja, würde ich so sagen. Ja. Genau. Also klassische Familienleben im Sinne von, wir arbeiten beide und unsere Kinder gehen in den Kindergarten. Also man geht sozusagen seinen Vorstellungen und Wünschen nach. Und hat den klassischen oder den regulären Familienalltag, der so oder so. Also so sehr, wie man seinen Wünschen eben in so einer engen Gemeinschaft in der Familie nachkommen kann. Natürlich, klar. Und na klar, man ist ja auch voneinander abhängig, das ist so. Also es ist jetzt kein Single-Leben, wo man
von früh bis abends. Jetzt gerade schon. Jetzt gerade führst du ein Single-Leben mit Kindern. Ja, aber kein Single. Ja, richtig. Aber kein Junggesellenleben, ja, wo man von früh bis abends machen kann, was man möchte, wenn man so lange mal sein Geld auf dem Konto hat, sage ich mal. Ja, klar. Ja, also. Interessantes Thema, Geld auf dem Konto. Gut, dass du es sagst, wenn ich das nochmal anschneiden darf. Wie ist denn das? Gibt es denn eigentlich von staatlicher Seite irgendwelche Unterstützungen in Geldform oder irgendwas oder in anderweitiger Form, wenn man zum Beispiel ein Kind mit Down-Syndrom oder eben Behinderte oder chronisch kranke Kinder hat? Da muss ich gestehen, bin ich nicht ganz fit im Moment. Es gibt auf jeden Fall Dinge, da können wir nochmal eine extra Folge machen, wo wir das nochmal im Speziellen beleuchten. Aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, ist ja gerade jetzt Ende Mai vorbei, die habe ich wieder gesehen, in der Steuererklärung kann man das angeben, dass man ein Kind mit einer Behinderung hat und je nachdem, was für eine Behinderung oder was für ein Grad, gibt es da eine steuerliche Erleichterung. Mhm. So, und das ist durchaus relevant. Also das ist dann auch nicht nur ein paar Euros, die man dann spart, sondern es gibt ja durchaus mehr Aufwendungen, ne, die man dann geltend machen kann. Ja. Mir fällt jetzt ad hoc nicht ein, dann müsstest du erstmal. Ja, ich überlege auch gerade. Das Einzige, was wir mal hatten, waren so sensomotorische Einlagen für die Schuhe, dass der Kleine ein bisschen stabiler stehen kann. Das hat die Krankenkasse nicht bezahlt? Doch, das hat die bezahlt. Hat sie bezahlt. Aber okay, es gibt dann auch Kassen, die das vielleicht nicht bezahlen, dann könnte man das in der Steuererklärung ansetzen. Oder nur zum Teil oder so, ja. Und es gibt, da gibt es noch Verhindertenpflege, das sind auch Leistungen, die eine man Art als Kompensation, Eltern, oder? Eine Art Kompensation, so. Genau, wenn man als Eltern mal, ich glaube, das ist eine Betreuung der Kinder zu Hause, wenn man als Eltern mal zu zweit was machen will, sowas gibt's. So gibt es verschiedene Sachen. Aber da würde ich mich nochmal belesen. Und ja, dann können wir nochmal eine extra Folge machen. Eine extra Folge. Die nennen wir dann Money oder Money, irgendwas. Genau. Nee, okay, gut, klar. Das ist mir jetzt nur noch gerade durch den Kopf gerasselt, als du das erwähnt hattest. Gut, das heißt also, jetzt mal von diesen Geldgeschichten weg, aber trotzdem mal noch beim Thema Unterstützung. Gibt es denn, wie sieht es denn, weil wir sind ja nun nach der Geburt und das Kind ist da und man merkt, ach, das ist alles mitunter gar nicht so, wie man sich das vorgestellt hat, sondern es kann auch ganz einfach oder deutlich leichter sein, als man sich das dachte. Und alles nicht so schlimm. Aber wie ist es denn mit staatlicher Fürsorge? Sprich, das Thema Inklusion, was wir ja immer wieder so schon mal angerissen haben oder schon thematisch irgendwie mal mit dabei hatten. Gibt es denn dort spürbar irgendwie Bemühungen staatlicherseits, das Kind, das behinderte Kind, das Kind mit Down-Syndrom, einer besonderen, wie sagt man, einer besonderen Fürsorge, Pflege im Sinne von Kindertagesanrichtung oder irgendwie zuteil werden zu lassen? Ja, das gibt's. Also, erzähl mal ein bisschen, wie ungefähr. Also man muss sich das so vorstellen, es gibt in den Kindergärten und Krippen. Jetzt rumpelt hier gerade einer mit Mülltonnen am Fenster vorbei. Das ist natürlich irre romantisch. Den lassen wir uns seine Aufmerksamkeit, genau. Ja. Der Mülltonnenmann. Okay. Genau, also es gibt in den Kindergärten bei uns sowas wie I-Plätze, Integrationsplätze heißen die. Wahrscheinlich wäre es besser, die Inklusionsplätze zu nennen. Hm. Aber das sind Plätze eben für Kinder, die erhöhten Förderbedarf haben. Und wenn eine Kindergrippe oder ein Kindergarten so einen Platz anbietet, dann verändert sich der Betreuungsschlüssel in der Gruppe. Also wenn vielleicht, nehme ich mal jetzt eine Zahl, 24 Plätze in der Gruppe sind oder auch nur 12. Und dann ist warte mal, jetzt kommt wieder der Müllmann. Ja, hat ihm noch nicht gereicht. Fangen wir an, also nochmal wilde Zahl. Genau, wenn in der Kindergartengruppe vielleicht 24 Kinder sind und 3 Erzieherinnen oder 2, jetzt der Müllmann wieder, nein, der Müllmann, ja. und dann gibt es
vielleicht 3 Plätze, die Inklusionsplätze sind, dann bedeutet das, dass am Ende die Erzieherinnen und Erzieher nicht mehr 24 Kinder zu betreuen haben für das Geld, also sozusagen, sondern dass am Ende nur noch 21 sind, also dass ein Inklusionsplatz sozusagen, weil man sagt, die Kinder brauchen mehr Aufmerksamkeit und vielleicht so, dann sagen die einfach, die haben einen Schlüssel von 2 sozusagen etwa. Und das bedeutet, dass sozusagen der Kindergarten für das eine Kind mehr Geld kriegt am Ende, weil es gegebenenfalls mehr Aufwand ist. Ist nicht immer so, aber manchmal. Und je nachdem, was für eine Behinderung ist, natürlich ein spezieller Aufwand. Oder auch Kenntnisse, ne? Also das ist natürlich die Erzieherinnen und Erzieher dann speziellen, vielleicht da auch besonders ein bisschen ausgebildet sind. Ist dafür. Das so? Das würde mich interessieren. Also genau. Ich würde mal als Gegenbeispiel bringen wollen. Also ich darf auch 3 Kinder mein eigen nennen und unterschiedlichen Alters und alle sind aber schon irgendwie so langsam, rutschen alle langsam Richtung, wie heißt das, Oberstufe, Gymnasium und so. Und in der Schule ist es so, dass es ja auch solche I-Plätze gibt in den Klassen. Und ich habe aber nicht den Eindruck und habe mir das auch sagen lassen. Also ich kann da mal ein bisschen Crossover machen oder Werbung oder wie das heißt. In dem Podcast vor einem Jahr, den ich mit Patrick zusammen mache, haben wir jetzt kürzlich besprochen, einen Fall eines Down-Syndrom-Jungen. Der ist medial ziemlich ausgeschlachtet worden. Da ging es darum, dass die Eltern den Jungen irgendwie aufgrund der Infrastruktur und dem Drumherum war das mit den Schulen alles nicht so toll. Und die wollten den partout aufs Gymnasium tun, den Jungen. Und das Gymnasium hat also rigoros abgelehnt, hat gesagt nein und so. Und dann wurde das aufgekocht, medial aufgegriffen. Dann sind die zu Jauch gegangen und haben also nochmal auf dieses Thema an sich Inklusion und Down-Syndrom aufmerksam machen wollen. Die wollten provozieren. Und das haben wir in diesem Podcast vor einem Jahr aufgegriffen, das Thema, und haben das beleuchtet. Und wie ist die Situation jetzt im Jahr 2016? Und haben eine Reaktion bekommen als Kommentar von einem Zuhörer, dessen Frau Lehrerin ist. Und der hat eben geschrieben, und das kann ich so weitestgehend auch in der Praxis bestätigen oder in dem, was ich gesehen oder sehe, dass die Lehrer, dass die Klassen zwar diese I-Plätze haben, dass die Lehrer aber noch lange nicht fortgebildet werden, um zum Beispiel einen richtigen oder einen passenden oder einen entsprechenden Mehraufwand oder Förderaufwand für die Kinder irgendwie zu realisieren. Also sprich, die Bildung fehlt letztlich. Das war jetzt das konkrete Beispiel Bildung und Schulsystem. Also wobei Kindergarten ist ja auch schon Vorbildung oder Vorschule. Aber Bildung, und das kann ich soweit bestätigen. Also ich habe auch den Eindruck, man müsste mal mit den Lehrern sprechen, dass die auf diese I-Plätze an sich nicht großartig vorbereitet sind oder gar nicht so richtig wissen, wie, was, wo. Wie ist denn das im Kindergarten? Kannst du da was sagen, erfahrungsgemäß? Ich denke, es ist sehr unterschiedlich. Und wenn die Lehrer natürlich da keine Weiterbildung haben, dahingehend haben sie vielleicht auch Berührungsängste und wissen dann nicht richtig, was mit anzufangen. Das ist natürlich auf jeden Fall ein Mangel großer. Ja, sicher. Und im Kindergarten ist es so, dass es dann Heilpädagoginnen gibt und Heilpädagogen. Und, ach so, Heilpädagogen. Ich habe Heilpädagogen verstanden. Heil, okay. Ja. Und das sind sozusagen Pädagoginnen, die besonders Ahnung sozusagen von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf haben. Und speziell im Kindergarten, wo meine Kinder hingehen, da ist dann eben in der Gruppe von 3 Erziehern oder 2 Erziehern und noch ein Zivi dabei, ist eben eine Heilpädagogin. Okay. Und die hat dann noch ein bisschen eine andere Sicht oder auf jeden Fall ein bisschen eine andere Ausbildung. Ja, klar. Und das ist schon so. Gut, ne, wenn und das... Ja. Und ich denke, gerade das Thema Inklusion und Behinderung und Bildung und Schule und so weiter, das weist ja gerade nochmal auf die Unterschiedlichkeit von Kindern und Menschen hin. Und es ist ja eigentlich ein Thema, was jede Lehrerin ja mehr oder weniger immer im Alltag hat. Ne? Also er hat ja viele verschiedene Kinder und die haben unterschiedliche Stärken und Schwächen. Und ob dann jetzt eins mit Behinderung betitelt ist oder nicht,
Das ist ja erstmal zweitrangig. Es ist auf jeden Fall irgendwie eine Stärke da oder eine Schwäche, mit der man umgehen muss und auf die man eingeht. Ja, oder man hat Kinder, die unterschiedlich weit in dem einen Fach sind als in dem anderen. Ne? Absolut, und, ja. Und sowas ist ja, da muss man einfach Wege finden, damit umzugehen. Ne? Mhm. Da gibt es ja auch pädagogische Ansätze, da wird viel probiert und sozusagen an den Unis wird da viel geforscht dazu und das gibt's, das wird kommen, aber man muss natürlich auch die Erzieherinnen, Erzieher und Lehrer und die Menschen dafür in Kontakt bringen und, und sensibilisieren. Genau. Ja, ja. Und da hatte ich jetzt auch, das ist jetzt so ein bisschen halb neben dem Thema, aber wo wir gerade das haben, hatte ich vor ein paar Wochen in Kontakt mit einem Vater, der zwei Kinder hat, die Autismus haben. Mhm. Und der hat auch seine Kinder, klar, hat ja ein Recht dazu, einfach die auf eine normale Schule zu geben, wie jeder andere auch. Deshalb gibt es Inklusion. Hat er auch gesagt, ne, die Schule wäre gut und ich würde gerne meine Kinder da anmelden. Mhm. Und hat dann mit der Direktorin gesprochen und die meinte auch, ja, wir machen das jetzt. Es wird sicher ein paar geben im Kollegium, die da erstmal stutzen oder die das schwierig finden. Aber sie meinte dann, was soll's, wir machen das jetzt. Das ist jetzt, wir probieren das jetzt aus und es wird in den nächsten Jahren sowieso immer mehr kommen. Und warum nicht? Die Kinder sollen auch Unterricht kriegen und die gehören dazu und dann. Ich finde das interessant, das Thema. Ich glaube, wir müssen, also der Sache vorschulische Bildung und Bildung, wir haben sowieso nochmal eine eigene Folge widmen müssen. Aber es ist tatsächlich interessant. Ich weiß nicht, wie es jetzt in Sachsen konkret ist, aber in Baden-Württemberg habe ich vernommen, dass zum Beispiel das Förderschulkonzept komplett aus dem Rennen ist. Also die schaffen Förderschulen beispielsweise ab. Genau. Das ist, finde ich erstmal jetzt so theoretisch einen guten, sinnvollen Ansatz, nämlich genau das dahin zu lenken, dass man versucht, diese Inklusion in die Praxis umzusetzen. Weil drüber reden ist das eine, das Umsetzen ist das andere. Und diese Separierung, die ja sonst immer stattgefunden hat, dass Kinder mit einem sogenannten höheren Förderungsbedarf in solche Förderschulen eingeschult werden und dann dort, ich möchte es mal so salopp ausdrücken, mehr oder weniger vor sich hin vegetieren. So. Ich weiß, das war jetzt was zugespitzt. So ist es ja nicht. Ja, ich weiß. Aber es ist so, es hat so irgendwas, es ist. Für mich macht das so diesen Eindruck, dass es findet in jedem Falle eben eine Separierung statt. Und ob das für... Entspielung, Alter. Nee, du hast recht. Also ob das wirklich jetzt für die Kinder mit Förderbedarf oder auch die Kinder nicht mit Förderbedarf so gut ist, weiß ich nicht. Ja, das ist ja auch der Gedanke, der gegen die Förderschulen spricht, einfach die Separierung und dass natürlich auch die anderen Kinder nicht sehen, wen es noch gibt einfach. Mhm. Ne? Und das ist ja auch das große Argument, das eben dafür spricht, das anders zu lösen als über die Förderschulen, wie es auch schon in vielen anderen Ländern schon anders gelöst wird. Mhm. Die trotzdem sind natürlich viele Lehrer dafür, die Förderschulen zu erhalten, weil die natürlich eine besondere Lernumgebung sind und das ist überhaupt nicht... im Sinne von, die werden da abgestellt oder so, sondern man könnte auch sagen, da ist die heile Welt für die, ne? Also da ist ein ganz anderer, sind viel mehr Lehrerinnen und Lehrer für viel weniger Kinder da, ja, die können ganz speziell auf die Kinder eingehen, ja, und du dir vorstellst, du hast schwerstbehinderte Kinder und die wirklich also viel Aufmerksamkeit brauchen und das kannst du an der Förderschule oder das hat man an der Förderschule realisiert. Mm. So, und jetzt, wenn man jetzt sagt, man will die nicht mehr haben, dann finde ich das erstmal schon auch eine richtige Herangehensweise. Aber da muss man natürlich den Vorteil, die guten Teile der Förderschule übernehmen und versuchen, auf die anderen Schulen mit zu übernehmen. Mhm, mh. Und natürlich muss man das wissen. Und dann, man hat ja die Förderschullehrer und Lehrerinnen und die muss man natürlich dann da mit reinbringen. Und die können ja auch den pädagogischen Alltag in so einer, Anführungsstrichen, normalen Schule bereichern. Ja, und die müssen da halt reingebracht werden. Und auch die Mittel müssen natürlich dann da reinfließen. Und es gibt ja in den Schulen, gibt es ja
jetzt habe ich den genauen Begriff vergessen, so eine Art Lernhelfer heißt das, glaube ich, für Kinder, die eine Behinderung haben und in einer regulären Schule sind. Da steht denen nochmal jemand extra zur Seite. Das habe ich schon mal gehört, ja. Genau. Mhm, ja. Und das gibt es eben da. Mhm. Es gibt auch andere Konzepte, wie zum Beispiel in der Montessori-Pädagogik, wo man davon ausgeht, dass ganz verschiedene Kinder zusammen lernen, ja, ob das jetzt verschiedene Altersstufen sind, mhm. Oder mhm. aber Kinder, die zum Beispiel in Mathematik sehr stark sind und das schnell begreifen und aber in einem anderen Fach eben nicht. Also, mhm. dass da sozusagen geistig behinderte Kinder und hochbegabte Kinder nebeneinander lernen können. Ne? Also, wenn man sozusagen die Strukturen und die den Rahmen den bietet, dann ist das ja eine große Hilfe und eine große Bereicherung für die, dass so Menschen kennenzulernen, ne? Oder vielleicht auch mit so jemand befreundet zu sein, wo man sonst nie dahin käme. Ne? Ja gut, wobei vielleicht der konservative Mitbürger, der konservative Zuhörer dieses Podcasts dann vielleicht auch sagt, ja, aber ist das denn wirklich für mein Kind, was keinen Förderbedarf hat, so gut, dass es sich sozusagen dem unterordnen muss, diesem der Notwendigkeit, dass man sich eben auf alle irgendwie versucht zu konzentrieren. Ja. Das ist so dieses Darwin, weißt du, so dieses Darwin. Ja, aber wenn man sich wirklich da unterordnen müsste, unter so eine Pädagogik, dann wäre es tatsächlich nicht gut. Also es geht ja auch darum, dass gleichzeitig Kinder, die einen großen Anspruch haben, weil sie jetzt in dem Fach schon 2 Jahre weiter sind, denen wird man natürlich genauso gerecht. Ja. Wenn man eine Sonder- oder sozusagen einen inklusiven Bildungsgedanken hat, dann heißt das nicht, ich konzentriere mich auf behinderte Kinder, sondern ich konzentriere mich auf Kinder, die Besonderheiten haben. Ich konzentriere mich auf die Besonderheiten aller Kinder. Ja, ob die jetzt hochbegabt heißen oder ob die sportlich heißen, ob die Rechtschreibschwäche haben. RAS heißen, genau, oder ob sie eine seelische Behinderung haben oder ob sie emotional irgendwie was haben, dass man darauf eingeht, das ist der Gedanke von Inklusion. Mhm. So. Mhm. Und dass man nicht sagt, hier, ihr kriegt eine 1, wenn ihr in 9 Sekunden 100 Meter lauft. Mhm. Mhm. Ja. Und denn da hat natürlich der Junge, der die sportliche Gabe hat und einen fitten Körper, der kriegt die eben und da muss er sich nicht anstrengen für, aber der andere Junge, der, weiß ich nicht, ein bisschen einen Bauchansatz hat und ein bisschen kleiner ist, der kann da ackern für und kriegt trotzdem keine 1. Ne? Sagen, das wäre, da müsste man ein bisschen, der inklusive Ansatz ist da eher, ein bisschen mehr aufs Kind zu schauen und es so zu nehmen, wie es ist und dem dann die Möglichkeiten zu geben, die es haben kann. Okay. Egal, ob das hochbegabt ist oder nicht. Ja. Oder. Ah, ich sehe schon, ich habe dich jetzt total angefixt mit dem Thema, oh wei. Genau, jetzt ganz schön, wir schwoffen sozusagen ab, aber ich lenke nochmal zurück zu dem Thema Arbeitswelt und damit verbunden die Fragen, die Sie so stellen. Wir sind stehen geblieben beim Thema Kindergarten. So. Vielleicht noch eine Frage, die mich interessieren würde, eine so Praxisfrage, Erfahrungsfrage. Gab es denn im Laufe der Jahre irgendwie Bedarf oder mehr Bedarf, mit zum Beispiel den Erzieherinnen zu reden oder irgendwas auszukaspern oder zu besprechen? Weil, ne, wir müssen jetzt mal so das Zeitding im Auge behalten. Ist das wirklich Mehraufwand, kein Mehraufwand, wie ist das? Genau. Gab es da irgendwie Mehraufwand oder sowas? Abstimmungen vielleicht mit Betreuern oder mit Erzieherinnen zu machen? Naja, es gab so 1, 2, 3 Termine, die wir vielleicht insgesamt extra hatten jetzt in dem letzten Jahr, wo wir ein bisschen die Eigenheiten von unserem Kleinen nochmal extra besprochen haben, auch mal mit den Therapeutinnen zusammen, die waren auch mit im Kindergarten und dann haben die sich mal untereinander ausgetauscht, was auch gut war. Ja, denke ich auch. Sowas gibt's schon aber wie gesagt, das, wenn man im Jahr da war, 1, 2, 3 Termine waren das, glaube ich. Und es gibt ja sowieso Elternabende, ne? Dann macht man das vielleicht am Rand nochmal mit so. Mhm. Oder
wenn man will. Ne? Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, sich auch jetzt, je nach Einrichtung, je nach Klar, Kindergarten sich zu engagieren. Und ja. Da gibt es dann Elternkreise zu dem Thema und ja. vielleicht eben auch zu Inklusion oder zu Musik oder je nachdem, was einen da interessiert, da geht man eben dann hin. Mhm. Und so ist es da auch. Okay, okay, ja. Gut, das war das, die Frage, die ich noch im Kopf hatte. Ja, und ansonsten, wenn wir beim Thema Alltag sind, wie sieht es denn mit der Frage nach Ernährung und Ähnlichem aus? Gibt es da irgendwie große Unterschiede zwischen dem Kind mit und dem Kind ohne Down-Syndrom? Gibt es da irgendwie was ein Mehraufwand oder einen Einschnitt bedeuten würde? Muss man auf irgendwas achten vielleicht? Nee, würde ich nicht sagen. Wahrscheinlich wie beim, sowieso, das eine Kind hat die Unverträglichkeit, das andere nicht und so weiter wahrscheinlich, oder? Genau. Ja, also ja, der, da sehe ich nichts. Also da gibt es die Vorlieben, die Kinder eben haben, ja, also gerne Nutella essen oder auch nicht. Ja. Und da gibt es da keinen Unterschied bei unseren Kindern. Gut, also. Die haben natürlich ihre Vorlieben, aber. Ja, ja. Das heißt, du als Strohwitwer aktuell schnappst du deine Kinder, knallst die in den Kinderwagen rein und rennst mit denen durch den Supermarkt. Genau. Und dann gibt es das Gezanke, ich will das, nee, kriegst du nicht, und wie das halt so üblich ist. Genau, etwa, okay. Ja. Der Große sagt, nee, er will nicht mit, auf keinen Fall, er will nicht einkaufen. Der Kleine sagt, ja, einkaufen, rausgehen, so, okay, super. Dann machen wir das und ja, okay. Also entspannt einkaufen ist natürlich alleine einzukaufen. Aber ja, das stimmt wohl. Ja, aber gut. Wie gesagt, es kann Unverträglichkeiten geben bei Kindern und das ist jetzt ja. eben da bei meinen Kindern nicht der Fall. Also ist das kein Thema da. Mhm. Mhm. Aber ja, das Down-Syndrom macht da keinen Unterschied bei ja. uns im Moment. Ne? Ja. Gut, jetzt abschließend, weil das sieht ja keiner. Wir sind ja ein Audio-Medium. Das heißt, ihr hört, ihr kommt in den Hörgenuss der sexy Stimme von Alex und meiner alten Stimme. ihr seht ja Alex nicht. Und Alex sieht, als wir uns vorhin begegnet sind und uns begrüßt haben, ich würde mal sagen, recht frisch und erholt aus. Das kann man so festhalten. Sprich, ich sehe keine physischen, äußerlichen Einwirkungen deiner Strohwitwerschaft aktuell. Abschließender Satz von dir vielleicht noch zum Thema Alleinsein mit beiden Kindern, nämlich mit einem Kind mit und mit einem Kind ohne Down-Syndrom. Genießt du das gerade? Oh, also, puh. Es gibt, diese Frage. Es gibt Situationen, die ich genieße. Und herzlich willkommen bei Stern TV. Nee, es gibt Situationen, die ich genieße. Und die sind auch manchmal Situationen mit meinen Kindern. Ja. Nee, ach, das ist natürlich eine. Ist auch anstrengend und es ist aber auch schön und sehr eng und emotional und. Ja. Komm zurück, Frau! Okay. Gut, ja, ich glaube, das soll es erstmal für heute gewesen sein, oder? Also ich meine, genau, ich könnte jetzt echt noch ewig plappern, aber genau, nee. Wir verschonen euch erstmal. Jetzt habt ihr erstmal wieder ein Lebenszeichen, ein Lebenssignal von Alex und mir bekommen. Wir sind am Ball, keine Angst. Das haben wir ja heute auch schon getwittert. Apropos Twitter. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr irgendwie Hinweise, Menschen, Kontakt, was auch immer habt. Dann Fragen, dann twittert uns gerne an. Der Twitter-Account ist Chromosom 21. Wenn ihr das Ganze vielleicht etwas still und leise abwickeln wollt, dezent, dann könnt ihr das natürlich auch gerne per Mail tun, chromosompodcast@gmail.com. In den nächsten Wochen wird es mit Sicherheit irgendwie eine eigene URL, also einen eigenen Domain geben, die wir noch reservieren, damit das alles ein bisschen verfestigt wird. Und ja, ansonsten wären wir euch sehr dankbar, wenn ihr euch die Zeit nehmt und bei den Portalen, wo ihr diesen Podcast erhaltet, also iTunes beispielsweise oder wie die alle heißen, da gerne mal irgendwie zu bewerten in Form von Sternen, Punkten, wie auch immer, oder mal eine Rezension zu schreiben, wie ihr das findet, oder eben gerne auch auf der dazugehörigen aktuellen Blogseite einen Kommentar abzugeben zu dem jeweiligen Audio-Beitrag, zu der jeweiligen Episode. Also, ja, zeigt mal, dass ihr auch am Leben seid, das würde uns sehr freuen. Und wenn ihr Fragen habt, Anliegen habt, dann nur her damit. Ich glaube, Alex ist zu jeder Schweinerei bereit, beziehungsweise ist für jede Frage bereit und aufgeschlossen. Und die beantwortet er euch gern. Ansonsten
Vielleicht nochmal Ausblick für die nächsten Wochen und Monate. Wir sind, wie gesagt, weiter am Ball und planen Großes. So. Ja. Aber das so verraten wir jetzt. Ja. Das ist noch nicht, nee, genau. Verraten noch nicht, nur wir planen Großes. Also bleibt dabei und danke fürs Zuhören. Alex, danke für deine Zeit. Ja, es hat mich gefreut, dass wir heute Zeit hatten und bis auf bald. Tschüss. Tschüss.